Die Faschingszeit ist vorbei. Mit dem Aschermittwoch beginnt in einigen Religionen die Fastenzeit. In der Bibel wird uns Fasten als etwas sehr Normales dargestellt. Jesus sagt, wenn ihr fastet, das heißt, er setzt das Fasten seiner Jünger voraus. Durch Fasten können wir zu jeder Zeit im Jahr in einer bestimmten Angelegenheit unsere Ernsthaftigkeit vor Gott ausdrücken. Fasten ist in erster Linie eine Sache zwischen Gott und mir persönlich, die im Verborgenen geschieht. Es geht nicht darum, Menschen damit zu beeindrucken. Fasten ist keine Strafe, kein Ausdauertest, sondern ein Vorrecht und ein Segen. Doch auch nicht religiöse Menschen haben das Fasten als einen Weg zu einem neuen Wohlbefinden und Körpergefühl entdeckt. Das Heilfasten in der Naturheilkunde und Fasten zum Abnehmen sind wieder in Mode gekommen. Wassil Bochniak ist Heilpraktiker in Auerbach-Millgrün. Zu ihm kommen auch viele Menschen, die sich über das Thema Fasten informieren wollen oder Fastenkuren in seinem Haus absolvieren. Eine gründliche Beratung ist unbedingt notwendig, rät der Heilpraktiker. Denn es gibt viele Arten und Möglichkeiten des Fastens. Fasten, das ist eine Möglichkeit, geben Schatz Körper selber sich Reinigung. Das ist reiner physiologischer Prozess. Jeder Mensch in dieser Welt braucht Urlaub. Und Sie wissen, das ist, was bedeutet Urlaub für Körper. Ganz genauso unser Körper, welcher arbeitet 24 Stunden pro Tag, braucht Erholung. Und diese Erholung, echte physiologische Erholung, wir können bekommen nur durch Fasten. Fasten, das ist einzige Möglichkeit, bringen alle Toxine aufs Körper raus. Also ich faste so zweimal im Jahr, meistens im Frühjahr und Herbst. Und das mache ich eigentlich, um meinen Körper zu entschlacken, zu entgiften, um wieder fitter und mich gesünder zu fühlen. Auch in Bad Elster befasst man sich mit dem Thema schon seit langem. Frau Irmengard Dandück absolviert gerade ein Heilfastenprogramm in einer Klinik in Bad Elster. Man konzentriert sich auf seinen Körper. Es gibt ein neues Körpergefühl, es gibt einen Aufschwung. Man überlegt sich, was man falsch gemacht hat, was kann ich wieder besser machen. Und der Geschmack verschärft sich wieder. Also es sind ganz viele Dinge, die das Fasten bringen. Professor Dr. Thorsten Döring weiß um die Wirkung auf Körper und auch Geist, die das Fasten mit sich bringen kann. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, Gewicht zu verlieren. Dem Menschen hilft das Fasten, dass der Körper und die Seele und auch der Geist wieder sich regulieren können und dass wir uns den vielen Stresssituationen und Anforderungen wieder besser stellen können. Das Fasten bringt wieder Normalität, bringt wieder auch Entspannung. Der Mensch kann herunterfahren, zu sich selbst finden und auch Stoffwechselsituationen, die aus Rand und Band gelaufen sind, können sich normalisieren. Die Kreislaufsituationen manchmal, Herzrhythmusstörungen oder auch vor allen Dingen ein erhöhter Blutdruck kann sich wieder normalisieren. Und vielleicht nicht zu vergessen das Thema Schmerz. Auch Schmerzsituationen können sich unter dem Fasten deutlich reduzieren. Für den Mediziner als auch für den Heilpraktiker steht jedoch eines fest. Wenn man seinem Körper mit einer Fastenkur oder Fastentagen konfrontieren möchte, sind gewisse Grundregeln unabdingbar. Auf keinen Fall sollten Kinder fasten, die sich im Aufbau befinden. Auch schwer kranke Menschen. Kranke Menschen mit einer fortgeschrittenen Krebstherapie. Überall, wo eine Instabilität der menschlichen Regulationsprozesse vorliegen, die sollten nicht fasten. Alle anderen können fasten, vor allen Dingen, wenn es darum geht, Fasten für Gesunde. Um seinem Körper etwas Gutes zu tun, können fastenbegleitende Maßnahmen in dieser Zeit den Erfolg unterstützen. Dabei gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten, von speziellen Massagen zur Aktivierung des Darmes, über besondere warme Umschläge oder die zusätzliche Gabe von Sauerstoff bei Bewegung, bis hin zu progressiver Muskelentspannung, Yoga, Körperwahrnehmungsschulungen oder anschließender Ernährungsberatung. Wichtig ist natürlich, während der Fastenzeit den Körper mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen. Spezielle Tees oder Wasser sind ideal. Und auch leichte Bewegung sollte nicht zu kurz kommen.
Wer also vorhat, Fasten als einen Weg zum Wohlbefinden für sich auszuprobieren, sollte sich gut vorbereiten und vor allem beraten lassen. Als Tipp für das Fasten sollte sein, dass man sich vorbereitet auf das Fasten. Mindestens eine Woche vorher sollte man auch seinen Stress reduzieren. Man sollte auch die Ernährungszufuhr etwas reduzieren. Dass, wenn man in das Fasten einsteigt, der Körper langsam umschalten kann. Während des Fastens muss man aktiv bleiben, sollte man sich bewegen, sollte man Ausgleich haben und man sollte auch eine Ruhephase haben, in der man das Fasten durchführt. Nicht während einem hektischen Berufsalltag oder während schweren Sorgen, die man trägt. Dann kann diese Methode, Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen, eine sehr erfolgsversprechende sein.